Ihr Name ist die große Überraschung in Olaf Scholz' Kabinett. Nancy Faeser, eine der breiten Öffentlichkeit bislang kaum bekannte SPD-Politikerin aus Hessen, soll als erste Frau an die Spitze des Bundesinnenministeriums treten. Faeser leitet damit eines der größten und wichtigsten Ressorts. Faeser durchlief in Hessen eine klassische Parteikarriere, vom Ortsvereinsvorsitz bis zur Generalsekretärin und Fraktionsvorsitzende der Hessen-SPD. Als Obfrau des Hessischen Untersuchungsausschusses zur rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund gewann die Innenexpertin auch bundesweit Profil. Bei ihrer Nominierung in Berlin nannte sie den Kampf gegen den Rechtsextremismus als Priorität Nummer 1. Ihr Aufgabenbereich als Innenministerin reicht von der inneren Sicherheit über Integration und Bevölkerungsschutz bis hin zur Sportförderung. Eine Mammutaufgabe.